Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ich habe immer noch eine nervige Locke, die mich ein bisschen nervt. Gut, die geht aber, sobald ich mir die Haare das nächste Mal wasche und ja. Ja, ihr dürft euch jetzt nicht wundern, dass ich hier, ja, dass es hier ein bisschen anders ist, aber immer noch derselbe Tag, denn ich muss mein Video etwas vorproduzieren aufgrund dessen, dass ich diese Woche noch einen Zahnarzttermin habe und ihr wisst, brauche ich vor dem Zahnarzttermin immer Beruhigungstabletten und dann bin ich so stoned, dass ich euch wahrscheinlich nur den allergrößten Mist erzählen würde. Und das wollen wir alle nicht. Oder? Ja, aber stimmt mir zu. Ja, ich habe. Oh, es ist morgen. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, welchen Tag wir haben. Sorry, ich bin voll raus. Ja, nee, ist nicht morgen. Nicht morgen. Ja, ich wollte euch Updates geben. Updates zu Geschichten, die letzte Zeit passiert sind. Und ja. Also, ich fange jetzt einfach mal an und was es so Neues gibt. Erstes Update: bei meinem Mac ist jetzt der Arbeitsspeicher ausgetauscht worden. Und wir haben jetzt erfahren, dass unsere Garantieverlängerung zwar im System ist, aber der Mac noch nicht registriert ist. Und das müssen wir jetzt auch noch erledigen. Und der Mac sollte dann morgen voraussichtlich bei uns ankommen, also vom heutigen Tag des Drehs. Also, ja. Hä? Was? Obwohl, oder? Vielleicht aber auch schon, vielleicht kommt er auch erst übermorgen. Also meine Mom hat gerade eingeworfen. Wir wissen noch nicht, wann er kommt. Also da hat sie recht. Ja, was noch? Ich habe mir jetzt eine elektrische Zahnbürste gekauft, weil ich fand, dass es wichtig ist, so für die Mundhygiene und alles. Aber ich muss zugeben, im Moment habe ich noch ein bisschen Angst vor der, weil die geht ab wie Schmitz' Katze. Und meine Mama und ich haben die mal so im Leerlauf laufen lassen, dann sind wir beide so da gestanden. Also die läuft wirklich sehr, sehr stark. Ja. Unser Telefon ist nächste Geschichte, wo ich Update geben kann. Also wir haben jetzt das neue Telefon angeschlossen, haben es mit unserer alten Station verbunden. Das ist dieses hier. Ich sitze hier nämlich bei uns im Gang, wo das Telefon ist. Tut es noch. Tolle Sache, wenn man es am Stromstecker und im Ding hat, tut es natürlich ein Telefon. Ja, auf jeden Fall tutet unser Telefon noch. Und ja, wir haben das jetzt miteinander verbunden. Also das neue Telefon mit der alten Station. Und jetzt haben wir gerade so ein paar kleine Problemchen. Wir wissen noch nicht, woran es liegt. Aber ich werde das versuchen, die nächsten Tage herauszufinden. Aber ich kann erst morgen wieder beim technischen Support anrufen, weil ich habe einfach davor keinen Nerv dafür. Ja, ich gebe es ganz offen zu, davor habe ich einfach nur auch keine Böcke mehr. Und ja, es ist auf jeden Fall so, dass unser Telefon jetzt gerade das Problem hat, dass wir, wenn wir von den Kontakten, also wenn wir aus dem Telefonbuch raus jemanden anrufen wollen, wir keine Verbindung kriegen. Da wird nur angezeigt, der Service ist nicht verfügbar. Und auch noch ein paar andere Sachen sind nicht verfügbar, wie zum Beispiel also der Echo-Mode, den kannst du zum Beispiel also nicht umstellen oder einstellen und so weiter. Und ja, da muss man sich dann irgendwann drum mal kümmern. Momentan ist der Plan, dass ich jetzt einmal dafür sorge, dass der Akku komplett leer ist. Aber tut die leer, was übrigens echt eine schwierige Geschichte ist, weil wir haben das vor 2 Tagen entschieden, dass wir den Akku leer laufen lassen und wir haben einen Balken verloren. Also, ja, läuft nicht so. Aber im Moment ist es so, dass wir hauptsächlich nur angerufen werden können aufs Mobilteil, aber nicht anrufen. Aber wer weiß, vielleicht hilft dieses einmal Akku leer und Akku wieder füllen der Sache. Ja, was gibt's noch? Ich habe mir ein Handtuch gekauft, das so ein Würfel gepresst ist und das man dann ins lauwarme Wasser legen soll und dann wird es plötzlich wieder ein Handtuch. Aber stand jetzt gerade aktuell bei uns um 0:40 Uhr ist es noch ein Würfel. Ja, ich werde euch auch diesbezüglich dann irgendwann mal auf dem Laufenden halten oder es euch zeigen. Ja. Was hat sich noch getan? Ich habe inzwischen tatsächlich mein erstes Mal Gemüse gedünstet.
naja, oder dampfgegart, kann man sagen, wie ihr uns möchtet. Aber ja, ich habe das jetzt probiert und es ist gar nicht mehr schlecht geworden. Mein Papa war ganz begeistert, weil die Karotten, die ich gemacht habe, hatten halt noch Biss. Heißt, die waren also noch ein bisschen hart. Aber es war schon gut, also es hat schon sehr gut geschmeckt. Meine Mutter hat mir dann hat mich dann daran erinnert, wenn man es kleiner schneidet, dann braucht es nicht so lang. Und ja, das werde ich jetzt beim nächsten Mal probieren. Ich habe extra neues Gemüse gekauft und ja. Was kann ich noch erzählen? Leo geht's gut. Meine Mutter, der geht's auch wieder besser. Die hat ja inzwischen etwas Zeit für sich gehabt. Ich kann nicht sagen, sie hat inzwischen geschlafen, weil es ist ja noch am selben Tag. Ja, aber sie hat jetzt Zeit. Ich kann euch auch leider kein Update zum Thema, was mit dem, was ich im letzten Video erzählt habe, sagen. Also da weiß ich es immer noch nicht, weil es eben bei mir gerade mal 5 Minuten her ist vom Drehen her. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Eigentlich glaube ich gar nichts so weit. Nee, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Also der Mac ist noch immer, ist noch nicht, wissen wir noch nichts. Der Mac ist noch weg. Wir hoffen aber, dass er jetzt bald zurückkommt. Das Telefon haben wir neues angeschlossen. Es rauscht nicht mehr, funktioniert aber eben leider auch nicht ganz gut. Es wird schon. Wir nähern uns einem guten Ergebnis. Ich sag's euch. Beim nächsten Update-Video wird alles supi laufen, hoffe ich mal. Elena, ich erinnere dich daran, du hast gesagt, beim nächsten Update-Video läuft alles supi. Also entweder machst du dein nächstes Update-Video erst, wenn alles supi ist, oder es läuft bald alles supi. Ja, ich habe eine totale Sucht entwickelt nach Edeka Eigenmarken Tortilla Chips mit Käsegeschmack. Ja Gott, diese Dinger sind gut. Und ich habe die teurere Variante von einer gewissen Marke, die mit C anfängt, probiert. Und die waren überhaupt nicht mein Ding. Und ich fand, die schmecken nach gar nichts. Und ja, die Edeka Eigendinger, die schmecken viel intensiver. Und das fand ich ja eigentlich jetzt gerade ganz gut. Mein Papa findet die auch eher lecker schmecker als die teure Markenvariante. Also, falls mal jemand probieren möchte von euch da draußen, kann ich nur weiterempfehlen. Die Empfehlung des Monats. Ja. Aber sonst gibt es bei uns wirklich nichts groß zu erzählen, weil bei uns alles eigentlich entweder total gut gerade läuft oder elektronisch gesehen alles total bescheuert. Mein Opa, sein Handy ist, also man könnte jetzt mal aufzählen, was gerade alles bei uns elektronisch nicht funktioniert. Das Telefon, der Mac, mein Opa, sein Telefon, also sein Handy, das ist schon runtergeflogen und das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Und natürlich das Aufquellen von meinem Handtuch. Ist nicht elektronisch, aber funktioniert gerade auch nicht. Kann man doch drin erwähnen, oder? Ja, und die antwortet nicht. Gut. Ich würde sagen, dass das jetzt alles war, weil ich laber hier nur noch irgendwie vor mich rum und um ehrlich zu sein, bin ich einfach nur nervös, weil ich bald Zahnarzttermin habe. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende sogar schon, weil ja, bei mir ist noch nicht Wochenende, aber bei euch ist jetzt bald Wochenende. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr, ja, was ihr die letzte Zeit so gemacht habt. Oder wie es euch so geht, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ich dann hoffentlich nicht stoned, mehr stoned bin von den Beruhigungstabletten und allem. Und ich den ollen Zahnarzttermin hinter mir habe. Und ja, dann sehen wir uns mit neuen Themen, neuen Dingen und ja, mal sehen. Bis dahin. Ciao.